Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von Panzer Corps 2 in der Eroberung der USA-Mission. Und es sieht insgesamt aktuell gar nicht mal so schlecht aus. Natürlich sind hier einige Baustellen da und es geht eher schleppend voran, aber das ist eigentlich immer so am Anfang der Mission. Und auch wenn wir jetzt schon einige Folgen hier gespielt haben, es ist für mich immer noch der Anfang der Mission, denn ihr seht schon, wir sind gerade mal am Anfang von New York, haben Quebec jetzt gerade eingenommen. Wir haben noch extrem viel vor uns. Also wir könnten einerseits mit einer Kampfgruppe hier quasi an der Nordwestseite der Appalachen Richtung Detroit vorrücken, um dann tatsächlich von hinten zu kommen und Richtung Süden zu stoßen, Richtung Atlanta. Denn das Hauptziel ist ja eigentlich New York und die Washington DC. Und wenn wir die eingenommen haben, ist die Mission ja schon vorbei. Wobei Charlotte auch noch ein Hauptziel ist. Nee, stimmt nicht. Charlotte und Atlanta sind noch Hauptziele, aber da hier unten dann Jacksonville und so ein Spaß dann nicht mehr. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir eins der Ziele hier offen lassen und dann erstmal an der Küste weiter runter bis nach Florida stoßen, dass wir auch ja alle Sachen hier mitnehmen. Was wir gesehen haben, Flugzeuge werden von ihm gerade massiv an die Front verlegt. Ich vermute mal, dass wir jetzt gleich Besuch bekommen werden bei unseren Schiffen. Bin ich mal sehr gespannt drauf. Da haben wir natürlich jetzt gerade keine Verteidigung hier. Wir können das Schiff schon mal in den Hafen ziehen. Wie geil. Dann kann es auf jeden Fall... Oh ja. Oh ja, was haben wir denn hier? Interessanterweise. Wir haben einen Taktiker. Wir haben Strategen. Wir haben einen Jäger. Und noch einen weiteren Taktiker. Jetzt ist mir kurz die Stimme weggeblieben. Die Frage ist... Entschuldigung. Was ist jetzt das Schlauste, was wir angreifen können? Ich glaube tatsächlich die Longtorm, weil die tun jetzt richtig weh. Ja, ein bisschen Unterdrückung drauf geben, ein bisschen Kampfkraft rausnehmen. Das ist auf jeden Fall gut. Und damit wird er uns auf jeden Fall jetzt nerven. Das ist das große Ziel in den nächsten Runden, dass wir ihn da rausnehmen. Gut, dann werden wir aber jetzt, glaube ich, direkt in den Rundenwechsel gehen, weil wir können relativ wenig machen. Die Artis haben alle geschossen. Ja, okay, dann los geht's. Naja, war klar, dass wir jetzt die Schiffe angreifen, mit den Flugzeugen, Entschuldigung. Das tut halt mit den Strategen richtig weh. Minus 7. Alter Falter. Ja, die Longtorm muss raus. Und da kommen jetzt seine ersten Schiffe nach. Okay, jetzt wird's lustig. Oh, jetzt wird's lustig. Da kommen die ersten Panzer. Okay. Jetzt wird es sehr, sehr lustig. Jetzt müssen wir mal überlegen, wo wir jetzt Prioritäten setzen hier. So, Flugzeuge da oben. So, das ist unser Elfer. Der kann auf jeden Fall nochmal angreifen. Die Frage ist jetzt... Der hat hier richtig wehgetan. Hat er jetzt irgendwo einen Jäger dabei? Ja, hier. Ich weiß, dass die Jäger das Schlimmste sind, um uns... Aber... Was ist das? Das ist ein Taktiker. Aber tatsächlich tun uns die strategischen Bomber gerade am meisten weh. Die müssen wir auffrischen, da können wir nicht drum rum. So, dann haben wir den Punkt eingenommen. Wir frischen ihn auf. So, und jetzt können wir hier... Wäre das jetzt eventuell schlauer gewesen, erstmal den Panzer angreifen zu lassen? Ja.
Sache. So, komm mal her. Wenn er auf dem Schloss im Gelände steht, dann falls es sehr gut. Das kann er direkt auch einsetzen. Er kommt nicht über den Fluss drüber. Okay. Gut. Damit er uns hier nicht auf den Sack geht. Ja. So, die Flugzeuge. So, dann mach ihn erstmal kalt. Er muss am besten noch ein Stück weiter vorrücken. Der Ferdinand steht mir hier nur im Weg rum. Kann er bis da runterfahren? Ja. Kommt er bis zum... Scheiße, er kommt noch bis dahin. Okay, aber nimm ihn schon mal raus. Alter, nimm ihn raus. Das ist mir jetzt wichtig, damit wir uns hier weiter kümmern können. Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir wirklich Flugzeuge rausnehmen können. Natürlich können wir uns jetzt Zeit erkaufen, indem wir Flugzeuge erstmal nur beschädigen. Das heißt, er wird er dann erstmal eine Runde oder so zurückhalten. Das bringt uns aber langfristig nicht wirklich weiter, weil die Flugzeuge kommen halt immer wieder. Und deswegen müssen wir jetzt gucken, wo wir hier Prioritäten setzen, weil mit denen hier tut er uns richtig weh. Das haben wir gesehen mit diesen taktischen Bombern. Und die kommen halt bis da hoch. So, die Frage ist jetzt mit unserem Super-Duper-Jäger, ob es jetzt schlauer wäre, erstmal einen von seinen Taktikern rauszuschießen und dann zu versuchen, hier mit einer 9er Stärke kannst du eigentlich kämpfen gehen, mein Freund. Geh du mal mit einer 3er Stärke da rein. Warum habe ich ihn eigentlich mit einer 9er Stärke da reingeschickt? Die Flak hier nervt natürlich. Die hier nerven. Die nerven richtig. Eventuell. Wartet mal. Nutzen wir die Arti erstmal, um die da rauszubomben. Also genau, ich überlege jetzt gerade, ob wir tatsächlich entweder uns auf einen der Strategen konzentrieren. Das ist ein Jäger. Guck mal, schieß mal auf ihn. So, und dann zieh dich mal zurück. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier die Schiffe so... Wir müssen ihm andere Ziele bieten, ne? Wenn wir die Schiffe aus seiner Reichweite rausziehen, wird er sich nicht mehr für die Schiffe interessieren. Und sich andere Ziele suchen. Mit seinen Flugzeugen, ne? Das ist ja das Ziel dahinter. So, wir schießen irgendwie die Longtom weiter runter. Genau, perfekt. Kommen wir mit ihm auch an die Longtom ran? Na, leider nicht. Gut, dann auf ihn. Und dann ab da hier hoch. Weil wenn wir ihm keine Ziele mit unseren Schiffen bieten, dann kann er auch nichts angreifen damit, ne? Also mit seinen Flugzeugen. Dann muss er sich woanders hin konzentrieren, wo wir ihn vielleicht besser kriegen. Das ist die Frage, was ich mit ihm mache. Ob ich ihn jetzt irgendwo hinziehen lasse, um die angreifen zu können, oder ihn auch erstmal hochziehe aus der Reichweite heraus. Quatsch, wir haben ja hier unten auch noch Kollegen. Das ist vielleicht interessanter, als dort die anzugreifen. Das ist ein Großkampfschiff. Das ist ein Destroyer. Okay, wartet mal, wir müssen mal die U-Boote hier ranziehen. Die müssen sich auf jeden Fall mal regenerieren. Wir müssen den einen Hafen da definitiv besser nutzen. Und jetzt können wir, ich weiß natürlich nicht, was noch nachkommt, aber wenn wir uns erstmal auf seine Destroyer zerstören und dann die U-Boote reinschicken, dann ist das vielleicht gar keine so schlechte Idee. Aber wir haben ja nur noch ein Großkampfschiff. Ich greif ihn mal an, minus 3. So, zack nach oben.
Das ist ein Destroyer. Den jetzt da reinzuschicken, wäre ziemlich blöd, wenn hier noch ein volles Großkampfschiff steht. So, hier haben wir jetzt den Typ 21. Der... Ne, Quatsch, Typ 9, aber full. Wo kommt denn der her? Und hier ist der Typ 21. Der kann eingreifen, wenn hier keine Zerstörer nachkommen und bloß noch das Großkampfschiff da ist. Deswegen ziehen wir uns hier mal zurück. Und bieten ihm halt weniger Ziele für die Flugzeuge. So. Wow, der nimmt sie komplett raus. Das heißt, die können wir da vorrücken lassen. Die Pioniere rücken dahin. So, und jetzt bereiten wir... Hat der schon geschossen? Scheiße, dann müssen wir... Okay, dann machen wir das so. Der Panzer rückt dahin. Der Panzer rückt dahin. Der... Ach, guck mal, der kann dahin fahren. Sehr gut. So, dann... Zack. Beweg dich bitte dorthin. Jetzt haben wir hier auch nochmal Pioniere. Die könnten mal dahin gehen. Zack, angreifen. Kriegt er die eventuell raus? Minus 2, minus 6. Hatte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, muss ich zugeben. So, der kann mal 1 vorrücken. Dann kann er... Ist er jetzt in der Reichweite von dem... Von dem Longtom? Mit Sicherheit, ne? 4, 1, 2, 3... Nee, die, aber die Hummel hier. Aber er kann schießen. Er hat 5 Felder. Hihihi, mein Freund. Ich mach dich fertig. So, er könnte... das ist natürlich auch interessant. Die Frage ist, was er mir dann entgegenwirft. Aber... Komm mal her. Ein Sherman-Panzer steht dort. Das ist natürlich jetzt... Aber das ist zu verlockend, diesen Longtom da oben anzugreifen. Jetzt ist er natürlich wieder außer Reichweite von unserem Mörser. Das ist natürlich scheiße. Aber er selber kann jetzt nur noch 1, 2, 3, 4. Er kommt an unsere Hummel nicht mehr ran. Ha! Das ist schon mal gut. Aber die Frage ist, was der M4A3 jetzt mit dem Scout machen wird. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Aber wir könnten ihm hier auf jeden Fall einen Flugplatz wegnehmen. Und das könnte sehr viel wert sein. Dann hat er nämlich nicht mehr so nah die Flugzeuge an uns. Okay, nichtsdestotrotz, jetzt haben wir uns die ganze Zeit hier drum geziert. Jetzt müssen wir mal trotzdem überlegen, welche Flugzeuge wir von ihm jetzt angreifen. So, wir haben hier den besten Jäger. Den stellen wir mal einfach hier rein. Und jetzt überlegen wir mal, welchen davon wir angreifen. Wow, ist der so viel schlechter? Ist das krass. Wir konzentrieren uns erstmal auf... Welcher davon ist... Sind das baugleich? Ne, das ist eine... Das ist eine Marodeur, B26C. Und er hier ist das wichtigere Flugzeug, weil der deutlich... stärker ist. Wartet mal. Das war eine Prognose, minus 6 und er macht eine minus 4? Jetzt macht er eine minus 7. Also der RNG ist ja auch fantastisch. Also das ist manchmal echt ein bisschen strange, muss man sagen. Okay, wir haben einen, den gefährlichen erstmal rausgeschossen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir noch... Das ist die Frage. Nutzen wir die Jäger jetzt nochmal mit einer 9er Stärke? Und schießen ihm noch mehr raus? Ja, komm, wir nutzen das. So, hier, komm. So, ihn fülle ich auf. Und er schafft das natürlich nicht. Oh, der bleibt mit einer minus 1. Oh, er nimmt ihn raus. Okay, hier haben wir jetzt mal Glück gehabt. Gut. Das war jetzt wichtig. Zwei Flugzeuge raus, auch wenn das jetzt keine Jäger waren. Ne? Wir hätten uns auch auf ihn konzentrieren können. Aber ich finde die Jäger tatsächlich gerade nicht so schlimm wie die Bomber. Deswegen habe ich mich jetzt in der Runde jetzt mal eher auf seine Bomber konzentriert. Zumal er höchstwahrscheinlich noch mehr nachziehen wird. Das werden wir aber gleich sehen. So, jetzt können wir hier nochmal überlegen, wie wir jetzt hier angreifen werden.
Also er macht eine minus 2, minus 6 und er macht eine minus 2, minus 8. Dann ist eigentlich relativ klar, wer da von den beiden ist. So, wir haben ihn zumindest erstmal wegbekommen. Dass er jetzt natürlich auch mit einer 1, minus 1 stehen bleibt, ist, wie soll ich sagen, es ist ärgerlich. So, können wir ihn für irgendwas einsetzen? Aber da wird er höchstwahrscheinlich direkt dann bestraft werden mit Jägern. So, hier haben wir noch einen Panther. Der kommt aber dort auch nicht hin. Das wird hier auf dem, in dem, auf der, das wird ekelhaft. Auf dieser Brücken, auf dem Brückenfeld. So, die Flak kann sich nicht bewegen. Der auch nicht. Die Hummel könnte sich noch bewegen, aber da wüsste ich nicht wohin. Der Tiger 2. Das ist die Frage, wo wir ihn hinführen. Na, hier in die Stadt rein ist keine gute Idee. Aber irgendwie mehr an die Front würde ich ihn schon gerne führen. So, insgesamt sieht das okay aus. Wir müssen mal gucken, dass wir hier die zwei Zerstörer rauskriegen und dann uns mit den U-Booten auf das Großkampfschiff stürzen. Gut. Ich sehe jetzt nichts weiter, was wir noch in der Runde tun können. Deswegen gehen wir mal den Rundenwechsel. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Er greift da oben wieder an. Ah ja, okay. Kommt er mit seinem... Strategen da oben. Oh, Backe. Der hat die als Pack benutzt. Ach, hallo. Guten Tag. Greift die Artillerie. Alter Falter. Okay, was bist du? Saus der Kota, jetzt führt er alles ins... Okay. Shit, im geschlossenen Gelände. Das tut weh. Die Pioniere auf offenem Gelände tut genauso weh. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir mit dem U-Boot... Oh nein, wir kommen da nicht bis ran. Alter Falter. Oh, was haben wir denn da noch Schönes? Noch mehr Großkampfschiffe. So. Was für eine Party ist das denn? Oh, Leute. Das wird lustig. Das wird richtig lustig. So. Jetzt müssen wir mal hier... Wir fangen mal hier oben an, ne? Wir machen mal hier Platz. Genau, dann kann er... Ja, dieser... Die Montreal blockiert hier immer noch. So, pass mal auf. Er ist so eingekesselt, okay. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee war. Ich probiere mal was anderes aus. So, komm mal her. Greif ihn mal an. Das sieht gut aus. Okay, und jetzt. Ach, guck mal, die machen sogar. Ich bin nicht raus, aber dadurch müsste die Einkesselung aufgehoben sein. Der Scout kriegt den auch nicht auf. Na gut. Trotzdem, das sieht okay aus hier. Die Arti kann halt leider nicht eingreifen. Wir ziehen mal noch einen Panzer weiter übers Flussfeld drüber. Wir stellen ihn mal dorthin und stellen den Italiener auf das Flussfeld, weil der Italiener interessiert uns einfach nicht, weil der Italiener keine Kernarmee-Einheit ist. So, der Scout hier ist natürlich mega scheiße. So, greif ihn mal an. Nimm ihn mal bitte raus.
Der Scout kann eigentlich direkt aufgefüllt werden. Die Pioniere. Können wir den Tiger hin? Oh yes. Okay, tschüss. Das war schon mal gut. Jetzt kann nämlich der Panther. Dass die hier als Pack agiert. Das ist nämlich gar keine Flak, das ist eine Pack. Das sah nur so ähnlich aus wie das Ding hier. Oder ist das im Prinzip das Gleiche? Ja, das ist das Gleiche, nur in der Pack-Version. Also er hat dort im Prinzip die das Ding zur Packung gewandelt. Das geht ja bei der Flak. So, perfekt. Oh, ernsthaft? Warte mal, dann machen wir das so. Gut, dann haben wir New York umrundet und können wir jetzt den... Oh, jetzt können wir den Flughafen hinwegnehmen. Das ist perfekt. Das ist schon mal gut. So, dafür haben wir halt auf hoher See hier ein Problem, ist untertrieben. Wir haben massive Probleme. Wir könnten mit dem Mörser jetzt anfangen. So, füll dich mal auf. Ich brauche dich gleich wieder. So, er kann ihn angreifen. Das ist das Großkampfschiff, ne? Minus 1, minus 3. Die Frage ist, ob wir jetzt das Risiko eingehen, dass wir hier... Wir können da nicht reinfahren, solange die hier stehen. Wir müssen warten, bis die U-Boote da sind. Und die hier oben, die brauchen halt ewig, bis sie sich renoviert haben, sage ich mal. Hier ist es fast egal, wen wir angreifen. Dann würde ich jetzt sagen, ignorieren wir erstmal die Großkampfschiffe und konzentrieren uns auf die Zerstörer. Ehrlich jetzt? Wir lassen ihn mit... Das ist jetzt schon ein Großkampfschiff, ne? Okay. So, das ist ein Großkampfschiff, das ist ein Großkampfschiff. Das heißt, es sind alles Großkampfschiffe, außer der hier. Das ist ein Zerstörer. Okay, das ist ja eigentlich für unsere U-Boote ziemlich gut. Also unter der Voraussetzung, dass hier keine weiteren Großkampfschiffe hinterherkommen. Aber... Ach, guck mal hier, außer Reichweite. Mein Freund, das sind nämlich 5er Reichweite und du hast nur eine 4er Reichweite. Haben wir noch jemanden mit 5er Reichweite? Ja, ihn. Guck mal an hier, hallo. Das nutze ich jetzt aus. Das muss ich ausnutzen. Haben wir noch jemanden mit 5er Reichweite? Das sind alles Zerstörer. Er hier eventuell, oder? Ja, perfekt. Er kann sogar von dort aus schießen. Könnten wir mal gucken, kriegt die Arti den raus? Nee, er kriegt ihn nur unterdrückt. Scheiße. Er kann... Ah, das ist jetzt ein Vierer. Das heißt, er schießt zurück und macht ihm dann nochmal Damage. Aber er wäre damit raus. Das ist zwar jetzt... Es ist ein Großkampfschiff, aber raus ist raus. Kanone ist Kanone. So, jetzt gucken wir mal hier. Das wird aber eine Viererreichweite. Okay, dann kann er nämlich hier hochgehen. Dann können wir ihn dann in der nächsten Runde, die Bismarck-Klasse, können wir wieder rausziehen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier ein bisschen aufgeräumt und wir müssen jetzt einfach noch ein, zwei Runden Geduld haben, bis wir unsere U-Boote ran haben. Weil wenn er wirklich keine Zerstörer mehr hat, dann ist das mit den zwei U-Booten hier eigentlich relativ einfach. Hoffe ich. Das ist die Theorie. So. Die Artillerien. Wohin ziehen wir die jetzt? Erstmal auf jeden Fall raus aus der Reichweite der Schiffe. Wobei das eh schwierig ist. Die Großkampfschiffe können auch die Bodeneinheiten da angreifen. Dass das Longtom immer noch lebt. Hier oben die Hellcat über das Gebirge. Das wird hoffentlich nichts passieren. So, der Tiger. Der hat hier eine Pack im Background. Da kann der Tiger nicht wirklich angreifen. Das heißt, geh mal dahin. Und die Pioniere könnten sich... Frischen wir die auf? Ja, die frischen wir auf. So. Jetzt die Flak.
Ich zieh mal den Mörser hier hoch. Dann kann er hier besser abdecken. Die Flak setzen wir hier oben hin. Damit deckt er hier das ein bisschen besser ab. So, und die Hummeln. Die müssen eigentlich aus der Reichweite der Großkampfschiffe raus. Das ist sonst scheiße. Also geh mal da hoch. Warte mal, Entschuldigung. Kann ich noch irgendwas angreifen? Ist noch was in Reichweite? Nee, okay, dann geh da hin. So, sie kann jetzt. Ja, greif ihn ja dann. Das Problem ist, dass hier dann wieder alles offen ist. Er könnte da einfach durchfahren. So, geh mal dahin. Wir stellen den Ferdinand mal dahin. Und die Flak. Ja, da oben. Es ist halt. Es ist ein bisschen blöd. So, er hat seinen Strategen hier oben hingeführt. Das ist die Frage, was er mit den Flugzeugen machen. So, er hat hier einen Jäger und er hat hier einen Taktiker. Den Taktiker können wir nicht angreifen, weil der Jäger Support liefert. Das ist klar. Dann nutzen wir erstmal. Wow, minus 2? Wieso denn das? Kommt die Flak da zur Hilfe? 1, 2, 3. Nee. What the fuck? Der ist doch gar nicht so stark. Gut, der hat 3 Sterne, aber. Scheiße. Warte mal. Kann der sich eventuell hier hinstellen und ihn angreifen? Ja, okay, kann er. Okay, so was sieht, wie sieht's? Ja, jetzt sieht's schon besser aus, genau. Guck mal, dann geh du mal dahin. Jetzt haben wir hier 1,5 Sterne, Stufe 9 und nice. Kriegen wir dich raus, mein Freund. Warum ist denn der so scheiße? Ach, Entschuldigung, das ist ja gar kein Kampfflugzeug. Hier ist unser gutes Kampfflugzeug. Hab mich schon gewundert, minus 7. Das ist gut. Genau, dann machen wir das aber anders. Dann stell dich mal bitte auf den Tiger. Schon mal einen Jäger raus. So, B24 Liberator. Liberator, Liberator. Wie viel Damage? Minus 5, das ist gut. Kriegen wir eventuell noch mehr? Minus 2. Nochmal eine Minus 2. Das müsste ja eigentlich reichen. Wir führen die da mal hin. Zack. Und zack. So, pass auf. Dann minus 5. Minus 2. Und runter mit ihm. Okay, perfekt. So, dann können wir die anderen. Ihn können wir aufmunitionieren. Und ihn könnten wir jetzt angreifen lassen eigentlich. Führt zumindest höchstwahrscheinlich dazu, dass er ihn in der nächsten Runde nicht einsetzen wird. Das bringt uns, was die Luftgeschichte angeht, eine kleine Atempause. Und wir können uns dann mehr auf die Schiffe konzentrieren. So, er könnte jetzt noch nach vorne fahren und könnte den Zerstörer angreifen. Was aber mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Konsequenz hätte, dass er rausgebombt wird. Wird er vielleicht so auch. Das ist die Frage, was er hier macht, ob er weiter nachrückt. Wir könnten ihn auch wieder zurückziehen, merke ich gerade. Ja, geh mal da hoch. Also sie jetzt nicht angreifen zu lassen, ist halt einfach eine Runde, wo sie nichts machen. Die Frage ist, ob es ihre letzte Runde ist. Also ob er mit seinen Großkampfschiffen so aggressiv hier oben reinfährt, dass er sie jetzt eh rausschießt. Wenn das der Fall wäre, dann wäre es natürlich am schlauesten, sie jetzt eh kämpfen zu lassen. Weil wenn sie jetzt in der nächsten Runde weggeschossen, also versenkt werden, dann haben sie einen Schuss nicht abgegeben oder einmal gekämpft, also einmal nicht gekämpft, wo sie hätten kämpfen können. Die Frage ist halt, kämpfen sie? Was ist eigentlich, wenn ich die Zerstörer gegen die Großkampfschiffe schicke? Das bringt so gut wie gar nichts. Das ist echt ein bisschen komisch. Also ich meine, klar, die Zerstörer sind schlecht gepanzerter. Oder schlecht gepanzert und haben natürlich auch nicht die Kanonen, um zu durchschlagen. Aber sie haben eventuell so Torpedos. Und das ist gegen ein Großkampfschiff natürlich immer sehr viel wert. Also, naja. Spekulation hin und her. Beim nächsten Mal können die U-Boote eingreifen.
Ich würde sagen, wir gucken uns das beim nächsten Mal weiter an. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Das ist jetzt nicht so eine triviale Mission, die wir sonst hatten. Natürlich fällt mir jetzt auch auf jeden Fall auf die Füße, dass wir die Flugzeuge nicht dabei haben. Definitiv. Da muss man nicht drüber reden. Aber es ist meiner Meinung nach immer noch auf jeden Fall machbar. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Tipps in die Kommentare. Mein Dank geht raus an meine großen Unterstützer auf YouTube und auf Twitch. Das sind Irondalk, Synam, Thomas, Kulle, Küdö und Parsival. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.